Ja, Czauny, 3:1 bei den Bayern verloren. Das wird dem Spielverlauf nicht ganz gerecht, oder was meinst du? Jein. Ich glaube, dass die Bayern schon enormen Druck auf uns ausgeübt haben gestern und dass sie sich wirklich auch zahlreiche Torchancen herausgespielt haben. Es ist natürlich schade, dass wir 3 Gegentore bekommen haben, davon einen Elfmeter. Ich glaube aber, dass wir das Spiel schon geschafft haben, relativ lange offen zu gestalten und eben auch vielleicht unsere Chance hätten nutzen können. Ist uns leider nicht gelungen, aber ich glaube, wir haben uns wirklich sehr, sehr teuer verkauft und haben einen richtig couragierten Auftritt hingelegt. Aber am Ende stehen leider 0 Punkte, aber so Spiele wie gegen Bayern, vor allem in München, sind nicht die Spiele, wo wir unsere Punkte holen müssen. Ja, die Bayern hatten natürlich auch schon ihre klaren Torchancen, aber ich glaube, in München ist es immer ein sauschweres Spiel und wir haben es für die Verhältnisse gut, vielleicht auch sehr gut gemacht, haben das Spiel lange offen gehalten, haben auch noch einen Elfmeter verschossen. Deswegen, ich glaube, mit ein bisschen Quäntchen mehr Glück wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen. Oder ja, wenn die Bayern noch ein bisschen mehr uns gegeben hätten, dann hätten wir da vielleicht was mitnehmen können. So können wir sagen, dass wir ja ein gutes Auswärtsspiel in München gemacht haben, aber natürlich stehen wir am Ende ohne Punkte da und das ist das, was dann im Fußball leider auch zählt. In der Presse stand auch, dass du lange das Spiel auch offen gehalten hast, hinten im Kasten. Ist das so, dass man sich dann auch ein bisschen warm spielt, wenn da als irgendwo was geflogen kommt? Ja, also ich wusste schon, dass ein bisschen was auf mein Tor zukommen wird gestern. Aber ich glaube, dass es so ist, dass man sich darauf natürlich auch vorbereitet. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich relativ gut auch reingekommen bin und nicht gleich den ersten Ball reinbekommen habe. Dann hatten wir ein bisschen Glück mit dem Videoassistenten, dass das zweite Tor direkt nicht gezählt hat, weil wenn wir relativ früh 2:0 zurückliegen, glaube ich schon, dass es dann ein ganz, ganz hartes Spiel wird für uns. So sind wir aber dann direkt zurückgekommen mit einem Elfmeter, wo auch ein bisschen Druck durch die Mannschaft gegangen ist, den wir leider nicht verwertet haben. Aber wir haben uns dann nicht abbringen lassen von unserem Weg und sind dann auch nicht unverdient, glaube ich, dann zurückgekommen zum Ausgleich. Am Ende merkt man aber schon, dass die Bayern natürlich eine brutale Klasse haben und individuell so stark sind, dass sie uns dann natürlich auch einschnüren und unter Druck setzen. Und den konnte man dann leider nicht mehr standhalten. Wie hast du denn den Elfmeter aus deiner Sicht erlebt? Also sind die wirklich zu früh reingelaufen? Abpfeifen wird in solchen Situationen, ist das jetzt auch nicht unbedingt alltäglich, dass das direkt abgepfiffen wird? Wie hast du das erlebt aus deiner Sicht? Mir war schon sehr bewusst, dass sehr viele Spieler sehr früh drin waren, aber mir ist aufgefallen, dass vor allem Bayern-Spieler oder die meisten Spieler ein rotes Trikot anhatten und deswegen dachte ich ja, okay, dann ist es ja jetzt kein Nachteil für uns gewesen. Wir haben den Ball reingemacht, deswegen war es für mich ein klares Tor. Ich glaube, da sollte man vielleicht auch insgesamt eine klare Regelung finden, dass man entweder jeden Elfmeter abpfeift, wenn jemand zu früh drin ist, oder es komplett sein lässt und nur darauf achtet, dass kein Spieler vor dem Schützen steht. Aber ich glaube, das sollte schon klarer geregelt werden, weil wenn man die Regel ausführt wie beim ersten Elfmeter, muss man die dann auch beim zweiten Elfmeter genauso ausführen und den zweiten Elfmeter dann auch nochmal ausführen lassen. Kurzer Ausblick, am Wochenende geht es dann schon gegen Hoffenheim hier zu Hause. Das wird ebenfalls keine leichte Aufgabe. Was könnt ihr denn aus dem Spiel von den Bayern mitnehmen, um gegen Hoffenheim einen anderen Auftritt oder noch einen besseren Auftritt zu zeigen? Wir können auf alle Fälle mitnehmen, dass wir gegen die beste Mannschaft aus Deutschland auch ihnen Paroli bieten konnten, dass wir nicht nah dran waren, aber dass wir auch unsere Möglichkeiten gehabt hätten, was mitzunehmen aus München. Das ist uns nicht gelungen. Darüber sind wir enttäuscht, aber wir brauchen nicht die Punkte in München holen, sondern wir wollen die Punkte für den Klassenerhalt zu Hause holen. Und da ist eigentlich egal, wer kommt. Wir wollen zu Hause unsere Chancen immer nutzen. Hoffenheim ist ein riesen Brocken wieder. Die haben jetzt zu Hause gegen Leipzig 4:0 gewonnen. Das ist auch eine Sache, dass sie richtig Selbstvertrauen haben. Aber vielleicht durch die Euroleague am Donnerstag von Hoffenheim ist es dann schon so, dass sie vielleicht ein bisschen müde sind. Und dann müssen wir parat sein und unsere Chance nutzen und wollen natürlich zu Hause gewinnen. Ja, gegen Hoffenheim wird natürlich wieder ein komplett anderes Spiel. Wir spielen zu Hause. Hoffenheim ist auch nicht Bayern München. Hoffenheim hat natürlich auch Qualität, aber ich glaube nicht in der Spitze dann so die Qualität, wie Bayern München sie hat. Aber wir können natürlich viele positive Sachen aus dem München-Spiel mitnehmen, dass wir als Mannschaft sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben, jeder seine Aufgaben umgesetzt hat und wir insgesamt auch den Bayern jetzt nicht so viele klare Torchancen gegeben haben, sondern schon es gegen den Ball sehr ordentlich gemacht haben. Und natürlich mit dem Ball
fehlt dann auch gegen Bayern vielleicht auch ein bisschen die Kraft, weil man so viel gegen den Ball investieren muss. Aber dass wir da vielleicht dann noch ruhiger im Ballbesitz sind und da uns auch erstmal Pausen holen, um die Kraft zu sammeln, damit wir dann halt auch die Power haben, dann nach vorne umzuschalten. Aber es wird, glaube ich, insgesamt ein komplett anderes Spiel, wo wir auch wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Ballbesitz haben werden gegen Hoffenheim. Und deswegen, glaube ich, kann man die Spiele nicht vergleichen. Aber wir können auf jeden Fall die defensive Arbeit, die wir in München jetzt gemacht haben, positiv mitnehmen ins Spiel.